Hallo, ich bin Projektheld und heute zeige ich euch, wie man sich einen Lautsprecher aus einer Bierkiste baut. So, als erstes brauchen wir natürlich eine Bierkiste. Keine Radler, sondern bitte schon eine richtige Bierkiste nehmen. Dann entfernt man das Innenleben der Box und dafür eignet sich besonders gut ein Seitenschneider, ein Dremel oder eine Flex und am Ende waren Lötkolben auch noch ganz hilfreich. Den Boden von der Box sollte man am besten drin lassen, damit die Lautsprecherbox später nicht nach unten rausfällt und die Box am Ende auch immer noch stabil auf dem Boden steht. Und ein weiterer Vorteil ist auch noch, dass man die nachher noch auf andere Bierkisten stapeln kann. Als nächstes habe ich die Teile bestellt und dafür habe ich auch extra von allem den Link in die Beschreibung reingemacht. Sodele, jetzt wird es Zeit für das Gehäuse der Box. Dafür verwende ich alte Schrankbretter, die ich vom Sperrmüll aufgesammelt habe. Diese säge ich dann passend zusammen. Hier ist es umso besser, je genauer man auf die Maße achtet, denn dann sitzt die Box später fest im Bierkasten drin. Wenn ich damit fertig bin, verleime ich die Bretter im Bierkasten. Nach dem Trocknen schraube ich noch ein paar Schrauben hinein, damit alles gut hält. Als nächstes schneide ich die Löcher für die Tieftöne aus. Mache das gleiche danach für die Hochtöne. Hier lohnt es sich auch wieder, genau alles auszumessen, damit sich Hoch- und Tieftöner in der Box nicht in die Quere kommen. Danach ging es dann um die Layoutplanung. Dafür habe ich mir Hilfe geholt bei einer Kommunikationsdesign-Studentin und habe mit ihr zusammen das ganze Layout geplant. Dafür sollte man sich auf jeden Fall auch etwas Zeit nehmen, damit auch nachher beim Einbau alles funktioniert. Ansonsten kann es gut sein, dass man mit dem Akku und dem Radio oder mit anderen Bauteilen Probleme hat. Dann habe ich noch das Gehäuse mit Silikon abgedichtet, bevor ich dann die Schalter und die Anschlüsse montiert habe. Ich habe mich dafür entschieden, sehr viele Schalter zu montieren, damit es schön aussieht. Der erste Schalter ist dafür zuständig, die Beleuchtung ein- und auszuschalten. Die werde ich am Ende vom Video noch zeigen, weil ich noch einen Sitz dafür gebaut habe. Dann der zweite Schalter ist für das Radio zum Ein- und Ausschalten, wobei ich das Radio aber auch dauerhaft an die Batterie geklemmt habe, damit die Radiosender gespeichert werden. Der dritte Schalter ist dafür da, um sein Handy zu laden. Dafür habe ich einen Zigarettenanzünder aus dem Auto genommen, da habe ich noch ein Werbegeschenk und den habe ich einfach hinten mit Kabeln versehen und dann kann man damit sein Handy laden. Der vierte Schalter ist für das Voltmeter, was einem die Spannung der Batterie anzeigt, damit man immer weiß, wie der Ladezustand ist. Eine 12-Volt-Batterie ist voll geladen mit 12,7 bis 13,5 Volt ungefähr und man sollte sie nicht tiefer als 11,5 Volt entladen. Und der letzte Schalter, der ist dann dafür da, um die Temperaturanzeige einzuschalten. Das habe ich auch ganz günstig auf eBay gekauft. Das ist einfach so ein Thermometer mit einer digitalen Anzeige, wie warm es draußen ist. Dann habe ich alles zusammengebaut, einen Funktionstest gemacht. So, und dann möchte ich euch noch das fertige Layout zeigen, wie ich jetzt endgültig alles angeordnet habe. Ich bin damit sehr zufrieden. Aber wo ist die Box und der Sitz? Okay, hier ist es ja. Also, ich habe noch einen Sitz gebaut und der Sitz hat sogar noch LEDs unten drunter. Da habe ich für hier so ein paar Klötze in die Ecken reingemacht und das gleiche habe ich auch hier bei der Box gemacht. Habe hier oben so ein paar Metallplatten reingemacht und wenn man den Sitz draufsteckt, dann geht auch das Licht an. Zudem ist hier noch ein schönes Layout drauf gezeichnet, was auch die nette Kommunikationsdesign-Studentin Nadine gemacht hat. Und genau hier die schönen Schalter. Und jetzt zeige ich noch kurz das Licht. So, und das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt zeige ich noch, wie man die Box am besten einsetzen kann.
Morgen, wieder. Bring doch mal.